Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Darkorbit 2K11 TV. Wie ihr schon am Titel lesen könnt, geht es uns heute komplett nur um das Kürbisfest 2012. Gruselige NPCs, exklusive Halloween-Quests und schockierende Events werden uns im Forum angekündigt. Der Programmablauf sieht im Forum wie folgt aus: vier exklusive Halloween-Quests, Kürbis-Spezialboxen, wie jedes Jahr natürlich, ein neues NPC, der Kokubi, Kokubita, wenn ich das richtig ausspreche, ich hoffe es. Und wenn ihr diesen zerstört, bekommt ihr eine Belohnung. Ja, Geisterboss-Aliens mit mehr Horror und mehr Belohnung. Meine Frage, meine Fresse, was, ich denke mal, ganz normale Aliens halt, wie dieses eine komische Event hier, wo du die Eindringlinge zerstören musst. Und eine neue Drohnenformation. Und Level-Inversionsgate mit Kokubium. Ja. Natürlich ist das jetzt erstmal wenig Information, ne? Klar. Wie die Questen an sich aussehen werden, das seht ihr natürlich in-game im Spiel. Dieses Ghost Boss NPC oder die Ghost Boss NPCs, ich denke mal, das werden ganz normale ja, Boss NPCs sein. Die halt nur unsichtbar sind oder beziehungsweise 10% sichtbar, dass man sie ganz, ganz schlecht sieht, aber sie halt da sind. Cargo-Boxen werden im Candy-Style da sein, also die haben so, ja, wie nennt man die, Zuckerstäbe dran, ihr seht das ja in ihrem Bild. Die neue Formation, die ist recht informativ, also interessant. Die wird halt aber auch nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung sein, wie, genauso wie die Munition. Die Formation wird 8% mehr Schaden an NPCs bringen, 8% mehr Erfahrung. Ja, soweit ich das weiß. Und macht aber euch das Schiff 50% langsamer. Okay, gut, meine Güte. Ja, dann wird es eine neue Munition geben, diese Halloween-Munition. Die ist auch nur zu bestimmten Zeiten zur Verfügung. Und da. Und ja, dieses neue große Halloween-NPC, das habt ihr schon im Thumbnail vorne gesehen. Das habe ich extra als Thumbnail genommen. Und ihr seht es ja auch hier groß im Hintergrund. Das ist diese Qualle, sage ich jetzt mal, mit diesen kleinen Minions, also mit diesen kleinen Viechern dran. Ich denke mal, das wird sich ähnlich verhalten wie ja wie hieß er, Hittek. Beim Hittek-Event. Ja, ich denke mal, es wird ähnlich sein und der wird über die Karten fliegen und die Karten unsicher machen. Ja, natürlich, also zum Level-Inversionsgate mit Kokubium muss ich euch, denke ich mal, nichts mehr erzählen. Das kennt ihr, Spaceball genauso. Ja. Recht interessant eigentlich, muss man sagen. Was mich persönlich ja so fasziniert in dem Event, ist, dass es jetzt ein neues NPC geben soll. Also, dass eine neue Formation rauskommt, okay, das ist nebensächlich meiner Meinung nach. Aber dieses NPC, das ist nicht schlecht, finde ich. Also, ich finde das wirklich richtig gut. Und bin auch der Meinung, dass ja, das es lohnt sich, dass mal was kommt. So, ein Special NPC, richtig nur zu Halloween. Sieht sogar gut aus, finde ich. Also deswegen ist das ja nicht schlecht. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video ja, gefallen. Ich schalte auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Darkorbit 2K11 TV und sage bis zum nächsten Mal.